Willkommen an LV von der Comdex 2012. Wir haben hier das Lenovo X130e Notebook gefunden, was es schon auf der CES gab. Die Education Edition mit einem AMD E450 Prozessor, der das Gerät sehr performant macht, trotzdem stromsparend, beziehungsweise wir haben sogar einen 63 Wattstunden Akku drin, das heißt, die Akkulaufzeit sollte wirklich bei 10 Stunden liegen. Oben haben wir eine Webcam eingebaut, wir haben hier noch eine wirklich schöne Chiclet-Tastatur, wie immer von Lenovo, einen kleinen Knubbel zum Arbeiten, Maustasten hier, natürlich auch zum Scrollen vereinfacht und natürlich hier unten auch noch links und rechts eine Taste, die man dann jeweils drücken kann zum Arbeiten. Dann haben wir hier natürlich noch das schöne ThinkPad-Logo mit dem leuchtenden i-Punkt, wenn das Gerät an ist. Seitlich haben wir einen USB-Anschluss bzw. noch einen Power-Anschluss, wo auch eine LED leuchtet, gerade Kensington, und SD-Kartenleser. An der Front ist nichts, das Gerät ist nicht wirklich dünn, aber das ist auch eine Education Edition, das heißt, sie muss stabil sein. Wir haben Kopfhörer und Mikrofon in einem, Netzwerk, USB, HDMI und WGA hier auf dieser Seite. Außen könnt ihr sehen, es ist wirklich schön matt gehalten, könnte man wahrscheinlich auch in verschiedenen Farben bestellen. Und natürlich haben wir hier das Lenovo-Logo reingestanzt und das ThinkPad auch, wo auch mal wieder hier das i-Pünktchen leuchtet. Auf der Seite können wir ganz einfach RAM und Festplatte austauschen. Wir brauchen dazu, denke ich mal, nur die drei Schrauben hier zu entfernen. Und hier ist der benannte 63 Wattstunden Akku, der das 12 Zoll Display wirklich wahrscheinlich sehr lange antreiben sollte. Leider kann man es nicht wirklich einfach mit einer Hand aufmachen, wie ihr seht, aber man kann immerhin das Display schön weit nach hinten kippen, sodass man es auch aus dem Stehen noch gut erkennen kann. Mein Name ist Paluschka von LV, das war das Lenovo IdeaPad X130e hier von der Comdex 2012 im ersten Herrensalon.